Geklingelt. Versteck dich in der Küche, Alf. Ha! Ich war schneller als du. Willy, Kate! Rachel, Jake! Bei uns haben sie eingebrochen. Och, du meine Güte. Das ist ja schrecklich. Ja. Was sehen Sie mich an? Ich habe ein Alibi. Ja, das stimmt. Jake war in der Schule. Naja, da war ich zwar nicht, aber dafür habe ich auch ein astreines Alibi. Das reicht. Kein Fernsehen mehr. Bis zum Wochenende. Womit soll ich Fernsehen? Ach, er hat ja recht. Den Fernseher haben wir uns auch gestohlen. Und unsere ganzen Silbersachen. Und das Videogerät. Und unser Gemälde. Billardspielen. Oh, nein. Doch, doch. Das ist wirklich ein starkes Stück. Und ganz besonders tut es mir um Ihre Kreissäge leid. Meine Säge ist auch weg? Ja, und Trevor wollte sie Ihnen morgen gerade zurückgeben. Und das ist das Lustige an der Sache. Haben Sie denn wenigstens die Polizei gerufen? Das ging nicht, das Telefon ist auch geklaut. Also ich habe zufällig eins hier. Darf ich mal fragen, das ist doch eures, oder? Ich habe die Quittung. War nur eine Frage. Hier. Danke. Ja? Hallo? Hier spricht Rachel Ockmanic, 179 Hemdale. Wir wurden ausgeraubt. Wie schnell können Sie einen Einsatzwagen schicken? Eineinhalb Stunden? Unsere Kunstgegenstände können bis dahin schon längst über die Grenze sein. Gut, gut, wir warten hier. Oh, ich komme mir so entehrt vor. Michael, es tut mir so leid, als wenn wir Ihnen irgendwie behilflich sein können. Sehen Sie sich nur selber vor. Schließen Sie die Fenster und die Türen. Man kann nie wissen, wann jemand mit unseren Besitztümern abhaut. Unser Telefon. Ich kann es euch wieder beschaffen. Für, sagen wir, $3. Bloß als Verhandlungsbasis. Wie andere Leute Kugelschreiber so ganz in Gedanken einstecken, hatte Rachel das schnurlose Telefon der Tenners mitgenommen und Jake witterte gleich ein Geschäft. Aber damit wird er bei Willy wohl an den Falschen kommen. Alf, verzieh dich in die Küche. Ich geh schon, ich bin ja schon weg. Mann, wenn ich jedes Mal was dafür kriegen würde, wenn ich in ist die Küche... Ist schon okay, Alf. Es ist Jake. Hey, Winzling, wusste gar nicht, dass du schon an die Klinke reißt. Vorsicht, ich bin vielleicht klein, aber sehr auf Draht. Ich bringe euer Telefon zurück. Das macht $5. Vorhin hast du gesagt 3. Ich habe gesagt als Verhandlungsbasis. Die Preise können raufgehen. Sie können aber auch fallen. Auf 0, nichts. Also? Ja, genau. Das wäre mein nächstes Angebot gewesen. Akzeptiert. Hey, alter Gauner, zieh dir einen Stuhl ran und spiel mit uns Karten. Gut. Ich komme so oder so an meine 5 Scheine. Ich setze niemals mehr, als ich bereit bin zu verlieren. Ich setze Willis Wagen. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe soeben mit Mrs. Litwack gesprochen. Bei ihr wurde auch eingebrochen. 3 Einbrüche in einem Monat. Das reicht. Ich werde etwas unternehmen. Und was hast du vor? Ich werde alle wertvollen Nahrungsmittel essen, bevor sie jemand stehlen kann. War so die Verbrechensbekämpfung auf Melmark? Einbruchsdelikte gab es nicht auf Melmark. Alf, es hat geklingelt. Ja. Rachel, Trevor. Wissen Sie was? Bei den Litwacks wurde eingebrochen. Ja, schon gehört. Von wem? Von Mrs. Litwack. Ach, sie hat's immer so furchtbar eilig. Jetzt komm doch mal zur Sache, Rachel, ja? Wir wollen eine Bürgerwehr aufstellen. Wollen Sie dabei nicht mitmachen? Eine Bürgerwehr rund um die Uhr? Genau. Apropos, Kate, die Uhr, die Sie mir geliehen haben, war doch hoffentlich versichert.
Vielleicht sollten wir mitmachen, bevor wir noch alles verlieren. Na prima. Die erste Versammlung ist morgen Abend um 8. Wir bringen ein paar Stühle mit und ihr sorgt für Erfrischungen und so weiter. Wo findet das statt? Na, bei Ihnen. Haben wir das nicht erwähnt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Du, Kate? Wir waren vielleicht gerade nicht im Zimmer. Also dann bis morgen Abend, 8 Uhr, hier. Augenblick noch. Soll die Versammlung nicht lieber bei Ihnen stattfinden? Das Ganze war doch auch Ihre Idee. Oh, bitte, Kate, ich bin so durcheinander und ich müsste die ganzen Plastikbezüge von den Möbeln nehmen. Oh, wir sitzen ganz gern auf Plastik. Ja, gern. Versuchen Sie es mal nackig. Schließen wir einen Kompromiss. Wir machen die Versammlung bei Ihnen zu Hause und wir bringen die Erfrischungen mit. Also gut, aber nichts Besonderes. Einfach so ein paar belegte Brötchen und vielleicht eine kleine Mokkatorte. Wenn es geht, bitte koffeinfrei. Ja. Ja, und ich komme rüber und passe auf Ihre minderjährige Tochter auf. Und Ihren Sohn und all diesen haarigen Kerl. Haarigen Kerl? Der Kater. Ja, ich bin im Moment gerade nicht auf den Namen gekommen. Er kommt aus der Großstadt. Also, wir sehen uns morgen. Und ja, nicht die belegten Brötchen vergessen. Belegte Brötchen und Mokkatorten. Und unser eins darf nicht mal ein Kätzchen futtern. Es ist kurz nach 8, als die gesamte Nachbarschaft am nächsten Abend im Wohnzimmer der Ogmonics zusammensitzt. Nachdem sich die allgemeine Unruhe etwas gelegt hat, stellt sich der einzige Profi des Projektes vor. Ich bin Officer Griswold und ich will versuchen, mir Ihre Namen alle zu merken. Und wenn Sie als Nachbarn gut zusammenarbeiten, können wir weitere Einbrüche verhindern. Denken Sie an das Motto der Bürgerwehr: In unsere Blocks kommt kein Gesocks. Das verstehe ich nicht. Das war nur ein Witz, Mrs. Bird. Ein Wortwitz. Gesocks und Blocks. So was Blödes. Ach, je. So. Und kann mir jemand sagen, was eine Bürgerwehr ist? Ja, ich. Der alte Streber. Ja, also das sind ganz einfach Nachbarn, die abwechselnd auf den Straßen patrouillieren. Officer Griswold, wie oft würden Sie sagen, kehren die Delinquenten an die Stätte ihrer Verbrechen zurück? Nun, das würde ich nie sagen, weil ich das Wort nicht aussprechen kann. Aber ich weiß, was Sie meinen. Manchmal kommen die Spitzbuben, wenn sie beim ersten Mal was Wertvolles übersehen haben, nochmal wieder. Vielen Dank. Ich werde mein 6er-Pack Billy Beer in ein Bankschließfach tun. Sie sind ein Idiot. Was glauben Sie eigentlich, wenn Sie vor sich haben? Und was machen Sie jetzt? Mrs. Bird versucht, Trevor eine runterzuhauen. Jetzt beruhigen Sie sich bitte. Die hat doch angefangen. Jetzt versucht Trevor, Mrs. Bird eine zu langen. Es wäre sinnvoll, wenn die Leute draußen auf Patrouille Kontakt zu einem zentralen Stützpunkt hätten. Besitzt vielleicht irgendjemand eine Funkausrüstung? Kurzwelle, Amateurfunk oder irgend sowas? Willy hat so ein Funkgerät in seiner Garage. Ja, ja, aber... Die Garage würde ein gutes Hauptquartier abgeben. Schon. Wären Sie bereit, als Wachhabender zu fungieren? Nein, eigentlich nicht. Ach, der will sich doch nur ein bisschen bitten lassen. Ich nominiere Willy Tenner als Wachhabenden und beantrage für ihn eine Uniformmütze. Okay. Alle dafür? Ja! Und jetzt raus und die Strolche zur Strecke gebracht. Kriegen wir Schlagstöcke? Willy, Willy, wenn du wüsstest, worauf du dich da eingelassen hast. Noch ist ja alles ganz harmlos. Und Willy ist Pflichtbewusstsein und Diensteifer in Person, als er mit Alf die Gegensprechanlage testet. Wenn er auch mit der Dienstmütze etwas, naja, sagen wir, merkwürdig aussieht. Bürgerwehr, Funkverkehr. Einsatzbereit. Walkie-talkies. Einsatzbereit. Schnurloses Telefon mit Spezialnummer. Einsatzbereit. Eine alberne Mütze. Völlig überflüssig, Alf. Wirklich völlig überflüssig. Also ich bin sauer, Willy. Jetzt sag mir einen einzigen Grund, warum ich bei dieser Bürgerwehr nicht mitmachen kann. Ganz einfach. Man legt eine große Verantwortung nicht in verantwortungslose Hände. Das ist keine Begründung, das ist eine Plattitüde. Gut, dann weil ich es sage.
Das ist autoritär. Das ist schlimmer als autoritär. Das ist sautoritär. Die Antwort ist nein, Alf. Aber ich wäre die ideale Besetzung für diese Aufgabe. Ich habe eine starke Stimme. Ja, und die Leute werden gerne wissen wollen, wem diese Stimme gehört. Aber es wird deine Stimme sein, Willy. Als Tonmeister kann ich Wunder vollbringen. Ein bisschen weniger Bässe und ein klein bisschen mehr Höhen, ein Quäntchen mehr Ausgewogenheit. Und ich klinge genauso wie du. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Kurs in der Stotterschule. Ich werde, nicht, hallo? Hallo, Mrs. Bird, Trevor? Hören Sie mich, hier spricht der Wachhabende. Der Wachhabende? Ja, der Wachhabende. Mann, die Mütze ist dir zu Kopf gestiegen. Trevor, bitte um kurzen Lagebericht. Wir stehen vorm Haus der Börse und probieren, ob das Walkie-Talkie funktioniert. Raus aus meiner Mülltonne, Trevor. Ich suche nur nach meinen geklauten Sachen. Soll das etwa heißen, ich hätte bei Ihnen eingebrochen? Das hier sieht ganz nach den Resten meiner Pizza aus. Ich verlange einen neuen Partner. Bleiben Sie auf dem Posten. Ich komme gleich wieder. Willy, du kannst dieses Unternehmen nicht 24 Stunden am Tag leiten. Du brauchst eine Unterstützung. Und die buchstabiert sich A-L-F. N-I-E. Ach, einen Versuch bloß, Willy. Mehr verlange ich doch nicht. Für mich bist du ein fairer Mensch. Mit einer ziemlich blöden Mütze. Na schön, du willst deine Chance? Du hast sie. Du hast deine Chance. Also los, versuch's bitte. Versuch es und mach aus diesen beiden Wirrköpfen ein Team. Schon gut, mach mir Platz, ich bin dran. Ich mach das wie Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise. Krieg ich auch deine Mütze? Diese Mütze muss man sich verdienen. Okay. Alles klar, Ogmonic. Bird, hier spricht der Wachhabende. Mit allen Streitigkeiten ist sofort Schluss. Sie sollen nicht sich gegenseitig bekämpfen, sondern das Verbrechen. Sie klingen plötzlich ganz anders, Tanner. Siehst du, was habe ich gesagt? So befehlsgewohnt. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Jetzt möchte ich da draußen aber endlich Teamwork sehen. Sie wissen schon. So wie Starsky und Hutch. Und jetzt geben sie sich die Hand. Hand geben? Er hat in meiner Mülltonne rumgefühlt. Gut, dann salutiert voreinander. Zu Befehl, wir salutieren. Okay, rührt euch. Na? Alf hat es tatsächlich geschafft. Das muss Willy zugeben. Aber als der Außerirdische zur Belohnung die Mütze aufsetzen darf, kann Willy sich doch eine Bemerkung nicht verkneifen. Damit siehst du auch albern aus. Alf sagen, dass das Essen fertig ist? Er sagt, er will nicht essen. Er verzichtet auf eine Mahlzeit? Schnell, ruft Dr. Brinkmann an. Alf ist zu beschäftigt als Wachhabender. Er nennt sich selbst der Wachhabende? Ja, erstaunlich, nicht? Alf geht richtig auf in dieser Nachbarschaftsbürgerwehr. Wem erzählst du das? Während seiner gestrigen Inspektion hat er mir gesagt, unsere Außenbeleuchtung sei unzureichend. Und dann sagte er, er müsste mein Fahrrad beschlagnahmen, wenn ich es nicht anmelden würde. Und ich sollte bei der Tierhandlung nachfragen, was ein Bullterrier kostet. Und was willst du machen, Dad? Er hat mir geraten, mich um meine Familie zu kümmern und die Verbrecher den Profis zu überlassen. Wisst ihr, vielleicht erleben wir jetzt sowas wie die Geburt eines neuen Alf. Ich meine, verantwortungsvoller und erwachsener. Nein. Achtung, hier spricht der Wachhabende. Ich rufe den Patrouillengänger Ogmonic. Sind Sie auf Ihrem Posten? Over. Ich bin auf dem Topf, Tanner. Um 7 bin ich draußen. Mal herhören. Von jetzt an reden Sie mich mit meinem Dienstgrad Wachhabende an. Und Sie haben vergessen, Over zu sagen. Over. Jetzt lass mich mal alle im Frieden, ja? Übernehmen Sie die Dings da, die Friedhofsrunde. Zack, Over. Okay. Over. Ach, Ogmonic, und Händewaschen nicht vergessen. Hier spricht der Wachhabende. Ich rufe die Patrouillengängerin Bird. Ja, ich bin hier. Was gibt's denn diesmal wieder? Ein verdächtig aussehendes Individuum in der Nähe von 164 Hemdale. Ich sehe niemanden. Es trägt einen schäbigen Pelzmantel und spricht dauernd in seine Hand. Das bin ich, Seetrottel. Oh, Verzeihung. Absolut irrelevant, Baby. Ganz ehrlich.
Oh, Moment, Moment. Da treibt sich noch ein verdächtiger Typ ganz in Ihrer Nähe rum. Überprüfen Sie ihn. Überprüfen Sie ihn selbst und lassen Sie mich in Ruhe. Wissen Sie was? Beides ist mir ein Vergnügen. Officer Griswold? Hey, Grissy. Ich bin's, der Wachhabende. Nicht schon wieder. Tenner, ich weiß, dass alle 5 Minuten ein Verbrechen begangen wird, aber nicht alle in Ihrer Nachbarschaft. Nur weil ich die Sache unter Kontrolle habe. Also, was haben wir diesmal? Ein Mann kommt gerade aus 202 Hemdale. Er trägt einen dunklen Plastiksack. Oh, Achtung, er geht in Richtung Bürgersteig. Er geht weiter, er geht immer weiter. Könnte dieser Mann vielleicht seinen Müll rausbringen? Ja, könnte sein. Over and out. Das war wohl nix. Und es liegt auf der Hand, dass der wachhabende Tenner, alias Alf, seine Glaubwürdigkeit Stück für Stück verspielt. Sein Übereifer geht nicht nur Officer Griswold auf die Nerven. Hi, Dad, es sind die Ogmanics. Und Jake. Hi, du große minderjährige Versuchung. Kitzel mich, damit ich lachen kann. Gerne, wenn ich das anmach. Irgendein Wunsch? Ja. Springen Sie in den See und nehmen Sie Ihr Funkgerät gleich mit. Was? Alle hier finden, dass Sie diese Aufgabe als Wachhabende ein ganzes Stück übertreiben. Habe ich denn als Wachhabende etwas getan, das Sie verletzt hätte? Sagen wir einfach, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Und wir geben unsere Codenamen zurück. Streichen Sie Phantom und Lolita von Ihrer Liste. Die Litwaks und Mrs. Bird steigen ebenfalls aus. Vielleicht habe ich das wirklich zu ernst genommen, hm? Sie haben mich Pferdegesicht genannt. Ich bin sicher, das habe ich nicht gesagt. Pferdegesicht. Es war etwas viel Netteres, was nur so ähnlich klang wie Pferdegesicht. Also jedenfalls brauchen Sie uns nicht mehr zu kontaktieren. Wir sind dabei, die Stadt zu verlassen. Wir wollen nach Tijuana zum Einkaufen fahren. Wir müssen das ganze Haus neu einrichten. Komm schon, Jake. Kann ich nicht bei den Tenners bleiben? Ich bin allergisch gegen Kitsch. Geh nur. Genieß es. Viel Vergnügen. Adios. Ich hab dir gesagt, du kannst nicht hierbleiben, es sei denn, Willy lädt dich dazu ein. Aus freien Stücken. Ohne, dass er dazu gedrängt wird. Natürlich ist Jake herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben. Also gut dann. Wir sehen uns mañana. Hasta luego. Komm schon, Trevor. Ich folge dir, Phantom. Wenn ihr mich jetzt beide entschuldigt, ich habe eine kleine Sache mit Alf zu besprechen. Oh, lassen Sie sich ruhig Zeit, wir kommen schon zurecht. Ach, und könnten Sie das Licht ein bisschen dimmen, wenn Sie rausgehen? Kein Problem. Dimmen? Wofür hält sich dieser Angeber? Nicht mit Lynn. Hoch erhobenen Hauptes lässt sie Jake auf dem Sofa sitzen und macht beim Rausgehen das Licht ganz aus. Doch nicht nur Jake macht im Augenblick ein dummes Gesicht. Hallo, hallo, hier spricht der Wachhabende. Bitte kommen, Ogmanic. Litwak. Bird. Rambo, Langbein, Pferdegesicht. Was, gar keiner? Na, vielleicht eine Melmark-Katastrophe. Und ich bin der einzig Überlebende. Hallo. Alf. Ach gut, Willy. Hat draußen der Blitz eingeschlagen oder sowas? Ogmanic, ich weiß, ihr seid da draußen. Ogmanic, ich weiß, ihr seid da. Ogmanic. Jetzt ist es aus mit dem Wachhabenden. Für immer. Für immer. Lass mich sehen, ob ich zwischen den Zeilen lesen kann. Du bist gefeuert. Nein, das steht da ganz bestimmt nicht. Doch, das ist exakt der Text, den ich meine. Du bist erledigt. Nicht nur, dass du mich vor allen meinen Nachbarn gedemütigt hast. Du hast außerdem eine vorbildliche Verbrechensvorbeugungsmaßnahme vernichtet. Ach ja? Ach ja? Ich will dir was sagen. Du bist einfach kurzsichtig. Ich bin gefeuert. Und dann passiert es wirklich. Alf beobachtet, wie jemand um das Haus der Ogmonics schleicht und durchs Fenster einsteigt. Alf, jetzt kommt deine große Stunde. Aber wird man dir noch glauben? Hallo?
gehe ich recht in der Annahme, dass du nicht an einem verdächtigen Treiben im Gebüsch von nebenan interessiert bist? Offensichtlich nicht. Griswold. Hey, raten Sie mal, wer da ist, Meister Gris. Genau. Vermutlich sind Sie nicht an einem verdächtigen Treiben im Gebüsch unserer Nachbarn interessiert. Scheint in zu sein. Also, Alfie, jetzt bist du am Zug. Ein Mähmacker muss tun, was ein Mähmacker tun muss. Denn wenn die Bälle hart geschlagen werden, dann sind die Harten hart am Ball. Viele sind berufen. Doch nur wenige. Während Alf sich selbst Mut zuspricht, wird in Officer Griswold doch so etwas wie Pflichtbewusstsein wach. Schließlich kann man nie wissen. Was mache ich jetzt? Ich bin Polizist. Na komm schon, gehen wir. Alf, der Einbrecher ist längst über alle Berge, als der Polizeiwagen kommt. Und der Einzige, der jetzt im Hause der Ogmonics umzingelt ist, bist du. Mami! Würdest du ihn bitte ausrichten, er möchte herkommen, wenn er etwas mit mir zu besprechen hat? Daddy lässt sagen, du müsstest schon rüberkommen, wenn du mit ihm reden willst. Er meint, genau das wäre sein Problem. Hallo, Alf? Oh, Willi, Willi, Willi! Was habe ich bloß gemacht? Ich weiß es nicht, Alf. Was hast du gemacht? Hast du den Film Bonnie und Clyde gesehen? Wo bist du? Das Haus ist umstellt. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Bleib bitte dran. Kommt nicht in Frage. Ich bin bewaffnet. Ich bin gefährlich. Und meine Medikamente sind mir ausgegangen. Hey, hey, die Bullen haben jemand in unserem Haus gestellt. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, Willi, sitze ich tief in der Patsche. Da hast du einen Dauerplatz. Ja, aber sogar für meine Verhältnisse ist das der absolute Hammer. Ich brauche Hilfe. Was genau ist passiert? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einen Einbrecher bei den Ogmonics gestellt und habe ihm Angst eingejagt. Jetzt sitze ich in der Falle und habe selber Angst. Oh, das ist der Gipfel der Ironie. Und kannst du den nicht einfach abhauen? Du hast wohl den dramatischen Schluss von Butch Cassidy auch nicht gesehen. Nein, habe ich nicht, aber du musst irgendwas unternehmen, Alf, sonst stürmen die noch das Haus. Ach ja. Hört mal, ich habe Geiseln genommen. Das wird sie zurückhalten. Oder soll ich vielleicht noch sagen, die Geiseln sind Nonnen? Keine Nonnen, nein. Ich komme rüber. Okay, aber beeil dich. Pass auf, dass es zu keiner Kurzschlussreaktion kommt, wenn sie dich sehen. Wenn du weißt, was ich meine. Alf sitzt in der Falle. Was? Ja, bei den Ogmonics. Oh nein. Ich kenne das Gefühl. Ich gehe mal rüber. Ich auch. Nein, du bleibst hier. Das ist viel zu gefährlich.
Ja, du verlierst die Ruhe, wenn dir die Kugeln um die Ohren pfeifen. Kugeln? Du meinst, die knallen los? Jake, das ist doch albern. Willi, sei vorsichtig. Oh ja, bestimmt. Übrigens, wie ging das mit Butch Cassidy zu Ende? Der wurde von der bolivianischen Armee erschossen. Ja, das war echt cool. Wenn du meinst... Versucht hier einzudringen, kriegt ihr mehr Blei zu schlucken als ein Bleistiftspitzer. Der blufft bloß. Setzen Sie Panzer ein. Wir haben bei uns doch keine Panzer. Wieso zahle ich dann so viel Steuern? Gehen Sie hier lieber zurück. Das ist alles für die Wahlen verschwendet. Sie sagen, Sie haben Geiseln. Woher wissen wir, ob es denen gut geht? Augenblick, das haben wir gleich. Wie geht's euch, Jungs? Prima, gut, toll. Es könnte nicht besser gehen. Jetzt haben Sie es gehört. Officer Griswold, was geht hier vor? Gratuliere, Tender. Diesmal hatten Sie endlich recht. Sie meinen, Sie haben den Einbrecher? Noch nicht, aber wir haben ihn umstellt. Sie wollen doch da nicht rein, oder? Nicht, solange er Geiseln hat. Geiseln? Machen Sie sich nicht in die Hosen. Wir sind Amerikaner. Wir verhandeln nicht mit Terroristen, oder? Nein! Vielleicht sollte ich mal reingehen und mit ihm reden. Tenor, Ihre Arbeit ist beendet. Wir machen das schon. Hören Sie, Sie da drin. Wenn Sie sich weigern zu verhandeln, setzen wir Tränengas ein. Ja! Tränengas! 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 Auf welchem Kanal findet man die viel zitierte brutale Gewalt, wenn man sie braucht? Da, es gibt eben doch noch gute Programmgestalter. Deckung, er ist bewaffnet! Na und? Er hat keine Waffe. Wo soll er denn eine Waffe hier haben? Hey, glaubt nicht, ihr habt es mit einem Anfänger zu tun. Ich habe hier genug Pulver, um das Chrysler-Building in die Luft zu jagen. Das Chrysler-Building? Das ist 3000 Meilen weit weg. Der muss eine Menge Pulver haben. Sanitäter, der Mann hat was am Kopf. Also gut, es wird nicht geschossen. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Ich will überhaupt nichts für mich persönlich. Aber die Geiseln haben sehr großen Hunger. Stimmt's, Jungs? Du sagst es. Und wie? Ich hab noch nichts gegessen heute. Ich bin am Verhungern. Hört ihr das? Schickt uns 5 Pizzas und eine Katze. Eine Katze? Katze? Wer hat hier Katze gesagt? Das war ich. Du Idiot. Wir haben einen Teufelsanbeter bei uns. Ach nee. Holen Sie Pizzas. Ich habe erst letzte Woche das Essen für die Scharfschützen geholt. Schon gut, schon gut. Johnson, holen Sie die Pizzas. Die mögen Peperoni. Könnte ich mir denken. Also gut, wir besorgen die Pizzas. Nur die Ruhe. Das lenkt Sie erstmal ab. Jetzt rufen wir die Scharfschützen. Sehr gut! Scharfschützen! Scharfschützen! Lassen Sie mich reingehen. Ich kann helfen. Ich bin Sozialarbeiter. Wollen Sie im Unterricht geben in Sozialkunde? Ich kann diskutieren mit ihm. Ich habe mit diesen Typen schon oft zu tun gehabt. Wieder und wieder und immer wieder. Bedauere, Tenor. Wir überlassen das den Spezialisten. Schon gut, dann... Könnte ich erst mal telefonieren. Mann, noch ein Einsatzwagen. Alf kommt bestimmt ins Kittchen. Ach. Nein, nein. Hey, kannst du nicht flitzen? Da musst du sitzen. Hat ein Zellenkumpel von meinem Vater auf den Topflappen gestickt. Keine Angst, Brian. Alf kommt bestimmt nicht ins Gefängnis. Obwohl es ihm vielleicht mal ganz gut tun würde. Dad, ist Alf auch nichts passiert? Naja, das Haus ist umstellt. Die Scharfschützen sind im Anrollen. Und die Menge tobt. Rechne es dir aus. Die Ogmonics sind nicht da. Und was mich angeht, so bin ich im Augenblick etwas überbeschäftigt. Alf, warte, warte. Ich bin's, Willi. Beweisen Sie das. Wie ist Ihr zweiter Vorname? Francis. Francis? Haha! Kein Wunder, dass du mir das nie gesagt hast. Schon gut, schon gut. Entschuldige, Willi, ich dreh langsam durch. Hör zu, Alf, es sind Scharfschützen auf dem Weg.
Hier spricht Doug Gould, Nachrichten von Kanal 6. Ich berichte live von einem Haus in der Hemdale Avenue. Doug Gould? Dieser toupierte und geföhnte Geier? Diese scheinbar so ruhige Vorortstraße wird bald getränkt sein von rotem Blut. Na was? Wieso mache ich mir Sorgen? Mein Blut ist grün. In diesem Haus wird eine unbestimmte Zahl von Geiseln von einem Geistesgestörten festgehalten. Wer ist denn hier geistesgestört, du Videovandale? Neben mir steht jetzt Officer Izzy Griswold, der als erster Polizist am Tatort war. Hey, Bulle, wo bleiben die Pizzas? Officer Griswold, was können Sie uns über die Geiseln berichten? Sie sind hungrig. Genau gesagt, wir wissen nicht, wer die Geiseln sind, aber sie sind unverletzt, wie wir glauben. Das sind gute Nachrichten, wenn man mal von den Einschaltquoten absieht. Sir, das Essen ist da. Entschuldigung. Das war Officer Izzy Griswold. Er ist der Leiter dieser Operation. Und, wer sind Sie bitte? Ich bin Mrs. Bird, Myrna Bird, 148 Hemdale. Ich bin Doug Gould. Ich sehe mir Ihre Sendung immer an. Ah, Sie kennen meine Arbeit. Ich kenne sie. Sie ist unerträglich. Wir melden uns gleich nach der Werbung wieder. Also, was sagten Sie gerade? Nun, ich fasse mich kurz. Ihre Reportagen sind nichts als notdürftig getarnte Sensationsmache in der Maske eines pseudomenschlichen Interesses. Gepfeffert mit Anzüglichkeiten und serviert mit triefend süßer Herablassung und himmelschreiender Missachtung aller Werte. Aber Sie sind ganz reizend. Wie wäre es mit einem Nachtreport? Überlegen Sie sich's. Ich bin Witwe. Das wird eine lange Nacht. Wieso? Müssen wir heute Nacht die Uhren zurückstellen? Hey, was geht denn da draußen vor? Meine Gäste glauben, dass es nach Pizza riecht. Hab ich recht, Jungs? Ja, riecht genau wie Pizza. Und ab, ich riech's auch. Ich wünschte, ich hätte eine. Ja, die Pizza ist gerade angekommen. Sie können sie abholen. Ich bin gleich da. Nein, nicht rauskommen! Ach ja, stimmt ja. Hey, wir haben jetzt keinen Hunger mehr. Hab ich recht, Leute? Ich nicht. Ich krieg nichts runter. Ich rühre sie nicht an. Nein, schon gar nicht. Maul halten. Herzlichen Dank, Tanner. Oh, ich kann es kaum glauben, was Sie getan haben. Ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Wieso sind die Pizza schneller hier als die Scharfschützen? Der Leichenbeschauer braucht noch viel länger. Hm? Weiß ich. Kann sein, dass dieser Kerl nur Aufsehen erregen will. Vielleicht lässt er die Geiseln frei, wenn wir hier einfach verschwinden. Ja, und vielleicht müssen wir nur die Zellentüren aufmachen, damit die Verbrecher reinmarschieren. Ja, aber würden da nicht die Verbrecher, die schon drin sind, rausgehen? Sind Ihre Eltern Verwandte zweiten Grades? Hey, was machen denn die Leute auf unserem Rasen? Tja, Kracken. Was ist denn los hier? Wer sind diese Leute? Jemand hat meinen Weihnachtsmann geköpft. Da ist ein Einbrecher in Ihrem Haus. Er hat Geiseln genommen. Einbrecher? Geiseln genommen? Ja. Darum sind wir aus New York weg. Entschuldigung, sind Sie die Besitzer dieses Hauses? Ja, so ist es, aber... Hey, sind wir etwa im Fernsehen? Das ist ja Trevor! Im Fernsehen wirkt er gleich 20 Pfund schwerer. Ich weiß nicht, warum Sie uns dauernd ausrauben. Es ist gar nichts mehr da. Ja, warum gehen Sie nicht mal rüber zu den Tenners? Da wäre viel mehr zu holen. Wir haben einen Computer, ein Teleskop und eine Munddusche. Und tausend Sachen, die kein vernünftiger Mensch brauchen kann. Das ist fast wie Einkaufen über den Fernseher. Mann, seht euch Onkel Trevor an. Er sieht aus, als hätte er 80 Pfund zugenommen. Wir bringen jetzt etwas Werbung und kommen dann live wieder zurück. Die Ogmanics kommen zu uns rüber. Alf, versteck dich in der Küche. Ich dreh schon durch. Aber nur, weil ich mir solche Sorgen um ihn mache. Na, wie geht's denn so? Habt ihr mich im Fernsehen gesehen? Ja, du sahst ganz schön dick aus. Na ja, man sagt ja auch, im Fernsehen wirkt man 140 Pfund schwerer. Na, so viel auch wieder nicht. Na und ob? Nach einer Abmagerungskur siehst du im Fernsehen schlimmer aus als vorher. Darüber müssen wir doch jetzt nicht sprechen. Es tut mir so leid, dass das schon wieder passiert ist. Ja, wir haben schon ein tolles Glück. Warum kommen nur so böse Sachen über so gute Menschen? Ich hab's dir gesagt, Rackle, unser Karma. Was ist Karma? Wenn dein Weihnachtsmann im Garten plötzlich einen Kopf kürzer ist. Oh, du meinst Karma. Hm? Wieso sind Sie eigentlich zurückgekommen? Ich dachte, Sie wollten nach Tijuana. Ach, auf halbem Weg ist mir eingefallen, dass wir die Tür nicht abgeschlossen hatten. Und wir hatten Angst, dass jemand bei uns einbricht. Aber das ist jetzt müßig. Was heißt müßig? Schenk doch mal einer dem Kind ein Wörterbuch.
Ich hoffe, Sie schnappen diesen Einbrecher, tot oder lebendig. So was sagt man nicht. Wieso hat er so viel Mitgefühl mit einem Kriminellen? Das hast du ihm beigebracht, nicht wahr? Ich habe wirklich Besseres zu tun, als euren Kleinen zu verderben. Ich versuche gerade, sie zu verderben. Oh. Mami, für dich. Schätzchen, wer ist es? Es ist, Harry. Harry wer? Harry, Meilmacker. Oh, richtig. Machen Sie es kurz, ja? Ich will meinen Agenten anrufen. Vielleicht kann ich unsere Haushaltsversicherung noch erhöhen. Hallo, Harry? Harry, du trägst aber dick auf. Tja, wie läuft es denn so? Toll. Ich lerne einen Haufen reizender Menschen kennen, die mich alle umbringen wollen. Das ist ja erfreulich. Freut mich, dass es dich nicht so sehr belastet. Ich kann jetzt gerade nicht gut sprechen. Wir haben Besuch. Oh, ihr habt euch wohl Zuschauer eingeladen. Na gut, ich möchte nicht, dass ihr euch eingrabt, bloß weil es mit mir zu Ende geht. Wir haben sie nicht eingeladen. Sie kamen einfach vorbei. Entschuldigen Sie vielmals, dass unser Haus unter Belagerung steht. Willi hat dich nicht vergessen, weißt du? Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Okay, Harry? Habe ich auch die richtige Nummer gewählt? Ja, wiederhören. Trage ich wirklich zu viel Rouge auf? Ich habe das immer so empfunden. Sir, die Scharfschützen sind in 5 Minuten hier. Warum brauchen die so lange? Sie haben aus Versehen das falsche Haus gestürmt. Na schön, in 5 Minuten geht die Show hier mit einem Knall zu Ende. Nein! Kinder, bleiben Sie hier! Feuert einfach drauf los! Nein, nicht schießen! Entschuldigung, ich dachte, es wäre ein Krimi. Wir arbeiten hier doch nicht fürs Kino! Oh Willi, du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Ist schon gut, Alf. Es ist schon gut. Wie ist dein Plan? Ich hab gar keinen Plan. Hier sind schon genug Leute ohne Plan. Stimmt's, Jungs? Du sagst es. Genau das. Wir sind verloren. Das kannst du bei mir unterlassen. Entschuldigung. Null Problemo. Hör zu, Alf. Irgendwas muss uns einfallen. Also, warum legst du mich nicht einfach um deinen Hals und sagst, ich wäre eine Pelzdola? Schon gut, ich bin ja mit dem Vorschlag nicht verheiratet. Sprechprobe, 1, 2, 3. Kannst du mich hören? Ja, natürlich kann ich dich hören. Aber jetzt ist wirklich nicht die Zeit, wachhabender zu spielen. Nein, Alf, ich habe nur eine Idee. Alles, was wir brauchen, ist ein Platz, wo du dich verstecken kannst. Wie wär's denn mit Jamaika? Nur einen Moment. Das ist Ihre letzte Chance. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ich sag euch was, ihr Bullen. Lebend kriegt ihr mich nie. Ha! Was für eine blöde Drohung. Rein in den Wäschekorb. Aber da ist Reckles Reizwäsche drin. Mach jetzt, dass du reinkommst und stell weiter deine albernen Forderungen über dein Walkie-Talkie. Vergiss es. Das ist die letzte Aufforderung. Wenn sie sich nicht ergeben, setzen wir Tränengas ein. Tränengas! Also gut, ich steig rein, sonst fangen die da draußen noch an zu singen. Entweder es funktioniert oder... Daran denken wir lieber nicht. Oh, langsam. Warte mal, wie schlimm riecht denn Tränengas? Runter mit dir, los! Habe ich erwähnt, dass ich unter Platzangst leide? Wirklich! Ja. Halt! Nicht schießen! Er ist nicht hier! Nicht schießen! Und von Ihnen will ich nichts hören, Lady! Wir kommen rein! Nach oben! Sie sehen, der Einbrecher ist wirklich nicht hier! Er muss hier sein! Wir haben das Haus umstellt! Los! Okay! Ich gebe jetzt die Liste meiner Forderungen durch. Alles in Deckung! Ich verlange 1 Million Dollar und eine DC-10 mit vielen kleinen Erdnusstüten. Und zwar von den Honiggerösteten. Die Stimme kommt aus diesem Walkie-Talkie.
Das stimmt, er ist gar nicht in diesem Haus. Er ist irgendwo und sendet seine Forderungen über das Walkie-Talkie. Dann muss er schon weg gewesen sein, als wir kamen. Ja. Und als Bordmahlzeit verlange ich Filet Mignon. Ich will Hühnchen, ich will Fisch. Und für mich alles koscher. Wie konnte so ein Blödmann wie dem dieser raffinierte Trick einfallen? Finden Sie den Trick wirklich raffiniert? Kein Einbrecher, keine Geißel. Wir haben einen Bund Kugelschreiber gefunden. Kann ich die behalten? Tragen Sie sie draußen im Wagen als Beweisstück ein. Okay. Der ist bestimmt noch hier in der Gegend. Also durchsuch die Nachbarhäuser. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie haben richtig Mut. Sie verdienen es, ein Wachhabender zu sein. Danke, vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Ich will bloß noch aufholen. Alles okay, Alf, du bist gerettet. Bleib noch drin, ich muss dich jetzt nach Hause schleppen. Hey, dieser Wäschekorb ist nicht gerade Jamaika, Mann. Runter, Mann. Oh, hallo, Trevor. Rachel. Was haben Sie denn mit unserer Wäsche vor? Na ja, ich will sie waschen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, nach allem, was Sie durchgemacht haben. Danke, Willy. Also los, ein Hoch auf Willy Tanner. Willy! Vielen Dank, vielen Dank. Willy, halt dich nicht auf mit Autogramm geben, Mann. Wie du meinst, dann gehen wir jetzt, Mann. Willy und Alf. Das ist schon ein Gespann. Doch wer jetzt glaubt, dass wieder Ruhe einkehrt im Hause der Tanners, der kennt Alf immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob das Gehirn eines Außerirdischen auch die bewussten kleinen, grauen Zellen hat. Vielleicht sind sie bei ihm ja lila. Alf jedenfalls ist wieder kreativ. Er hat sich in der Garage verbarrikadiert und taucht nicht mal zum Abendessen auf. Na, Alf, was machst du Schönes? Ich lege gerade letzte Hand an die Alf-Anti-Einbruchs-Alarmanlage. Und damit ist dieses Haus jetzt einbruchssicher. Wow! Alf! Stell das ab! Wie denn?